Hallo und herzlich willkommen zum neuen Part vom Let's Play Marvel's Avengers. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben, haben erfolgreich, sind wir erfolgreich in die AIM, bei AIM Labor reingekommen. Müssen jetzt noch weiter alle zerstören. Müssen Carmella dann auch wiederfinden. Die hat sich ja in die Luftschächte verkrochen, um reinzukommen. Wir haben elegant die Vordertür genommen, wie es sich auch gehört, wenn man Hulk ist. Alle zerbashen und die Vordertür nehmen. Das ist Motto des Hulk, würde ich an der Stelle sagen. Aber naja, laber nicht lange rum, machen wir weiter und auch so schon mal am Anfang. Wenn es euch gefällt, könnt ihr mir gerne ein Like und ein Abo da lassen, würde mich supporten. Das Video eventuell sogar bis zum Ende anschauen, das würde auch nochmal supporten. Da würde die Watchtime auch nochmal hochgehen. Das würde nochmal fürs YouTube-Ranking deutlich besser sein. Kurs geht raus für jeden, der das macht und so. Und ja, dann lange umgeschwafelt hier. Gehen wir hier auch weiter und kämpfen nochmal alle anderen. Gut, danke schön, dass der Typ hinter mir einfach noch nicht tot ist. Dankeschön. Danke, so, jetzt bist du tot. Und wir sterben natürlich direkt. Wie wir es auch im letzten Part gemacht haben, direkt am Anfang gestorben. Am Ende mit, wo wir gerade hingekommen sind, sterben wir jetzt hier am Anfang. Ist ja logisch. Ja, dann gehen wir mal rein. Ah, okay. So, sehen wir nochmal eine Szene aus dem letzten Part. Und zwar, wie wir den Typen hier, wie wir schon mal so einen weggeholt haben. Ja. Ist so. Rudi, dich will ich haben. Dankeschön. Dankeschön. Kannst du? Danke. Ich danke dir. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mich nicht diesmal getötet hast. Danke, danke, danke. So, was wir auch machen können, ist jetzt halt weiter hier zu gehen und gleich mal den Hulk nochmal aufzubessern, weil wir auch Hulk-Sachen haben und in der letzten Folge auch gut gesucht haben. Und so, die könnte man eigentlich auch noch gleich verwenden. Können wir gleich mal drauf machen. So können wir gleich mal schauen, was wir da haben, aber Rudi, du nicht in Ruhe lassen. Dankeschön. Ich danke dir. Tiefst zu Dank verpflichtet. Und jetzt machen wir mal einen Trick 17. Mal sehen, ob es funktioniert. Und zwar die von den Außenzerstörern. Dann dürfte man da nicht eingesperrt sein und so. Auch so für die Sache unten rechts und sowas. Entschuldige ich mich, dass es halt da zu sehen ist. Aber naja, ist halt nicht anders handelbar. Da halt Bildschirmaufnahme und so. Ja, man kennt den Lachs. Habe ich aber im letzten Part auch schon besprochen. Rudi, du da hinten. Du mich mal in Ruhe lassen. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Es heißt wohl nur noch du und ich, oder wie? Perfekt. Dann weg mit dir. Ganz im Ernst. Dann weg mit dir. Cap. Okay. Ja, jetzt kriegen wir das mit der Ausrüstung so hier. Dass wir alles verbessern können. Dann rüsten wir mal Hulk ganz kurz auf den Maximum, was wir machen können. Dass der Hulk dahingegen deutlich stärker ist. Ausrüstung haben wir. Ja, das können wir natürlich noch alles weiter verbessern. Und so, aber brauchen wir jetzt nicht. Wir können mal ganz kurz auch in Fähigkeiten reingehen, obwohl wir müssen eins verbessern. Dankeschön. Dann würde ich sagen, nehmen wir direkt das, wenn wir es verbessern können. Mit dem her. Ja, und dann verbessern wir das noch einmal ganz kurz. Und die anderen können wir ja nicht verbessern. Gehen mal ganz kurz in Fähigkeiten rein. Schauen wir mal, was wir machen können. Und so. Ja, würde sagen, das klingt gut. Dann holen wir uns das einmal. Und das war's noch, was wir uns noch holen können. Und weiter brauchen wir eigentlich nichts machen und so. Außer wir schauen nochmal ganz kurz in den Tab, weil hier Ausrüstung auch was ist. Nee, nichts weiter, was ich jetzt nicht gesehen habe. Dann gehen wir weiter. Tarten ist hier? Läuft. Gut. Orten ist oder wie auch immer heißt. Dankeschön. Unterwegs zur Verwaltung. Erster Stock. Ich glaube, von mir wissen sie nicht. Ja, ist ja gut, dass du ja auch die Luftschicht genommen hast und ich als Hulk den halt so. Ja, ich habe den auffälligen Weg genommen. Du hast den unauffälligen Weg genommen, ich habe den auffälligen Weg genommen. Ist logisch, dass niemand davon weiß, dass du auch hier drinne bist und so. Ja, nachdem du halt schon von AIM gejagt wurdest, so am Anfang. Und so von dem Tiny Dancer oder wie der Typ auch hieß, wenn du halt treffen solltest. Das ist halt der Reihenfall des Todes war, aber naja,
Du, die wissen halt nichts von dir. Du hast ein Überraschungsmoment. So, das ist halt. Du hast einen Vorteil, ich habe keinen Vorteil. Ich muss mich hier durch alle durchzwängen. Das, was hier auch immer ist. Und so. Ich laufe Gefahr, dass ich hier sofort immer sterbe, weil ich hier zu Risk reingehe. Aber naja, du bist halt wirklich so die Beste. Weil du brauchst ja nichts machen. Du brauchst ja einfach nur in die Luftschächte reingehen. Und mehr ja auch nicht machen. Aber naja, große Rumgeschwafel jetzt alles einlassen. Ja, also, let's go. Dann gehen wir mal rasant weiter. Mal ein bisschen schneller hier durch. Durchs Forschungslabor führt ein Weg nach oben. Du musst durch den Serverraum. Ja, super, dass ich durch den Serverraum muss. Das Problem. Dankeschön. Hudi, du mal weg mit dir. Dankeschön, dass du alles blockst. So, ja, komm, dankeschön. Jetzt kannst du erstmal nicht mal blocken. Thanks, boy. Thanks. Weg. Shut up. An der Stelle. Wir gehen weiter. Rudi, mit dich will ich mich erstmal definitiv gar nicht anlegen. Das habe ich schon mal so von meiner To-Do-Liste für heute reichen. Ja, nächste Heldenfähigkeit bereit. Ich würde mal sagen, wir gehen mal ein bisschen schneller hier durch. Wir brauchen uns jetzt nicht mit jedem aufhalten. So, das ist ein bisschen langweilig eventuell für euch. So. Das Einzige, was ich natürlich wollte, war komplett runterzufallen. Dankeschön, Hulk, dass du komplett runterfällst. War ja nicht so Absicht, dass man eigentlich dann nicht runterfallen. Dass ich ja nicht runterfallen wollte. Nee, du hast einen eigenen Kopf. Ja, dann gehen wir mal hier direkt auch weiter. Die Freunde warten nämlich auf einen. Let's go. Aber naja. Freunde hin oder her. Hier haben sie abgeschüttet. So. Kannst kurz was zu mitnehmen. Und jetzt gehen wir. Jetzt geht's weiter. Ah, Brudis. Ihr seid freundlich, oder? Wenn ihr freundlich seid, dann lasst er mich in Ruhe. Ganz ernst, wenn ihr nicht Stress haben wollt mit dem guten Hulk, dann lasst mich doch einfach in Ruhe. Ich habe ja euch nichts getan. Ich bin ja nur ein freundlicher Hulk aus der Nachbarschaft. Der einfach sich so, ja, mit euch ein bisschen vertragen will, ein bisschen kloppen will, aber nicht direkt so will, dass ihr mich tötet. Das ist jetzt nicht so der Sinn und Zweck dahinter, dass ich bei euch hier drinne bin. Es ist nicht zu spät. Naja, zu spät ist es nie. Noch rein so für dich in dem Fall, weil du wahnsinnig bist und ich will mich nicht helfen lassen. Ich bin mit Hulk zufrieden. Ganz im Ernst, wenn ich mit Hulk nicht zufrieden wäre, warum würde ich dann jetzt mich mit Hulk verwandeln und dich halt wirklich nicht so komplett totklatschen schon? So, ich will einfach nur ein bisschen spielen, nicht? Spiel doch nur mit mir. Also, da kannst du nicht sagen, dass ich nicht zufrieden bin mit Hulk. Ja, auf jeden Fall geschützt. Und geschützt. Let's go weg damit. Hier sieht es so aus. Ja, wir brauchen alle weg. Wir müssen alle weg haben. Und auch so konstruktive Kritik für Leute, die immer noch dran sind. So könnt ihr mal Hashtag Ehre in die Kommis schreiben. Für Leute, die so lange durchhalten und sich das angeben und nicht nur die Watch haben, indem sie dann da vorlaufen lassen. Was auch natürlich ein Kuss ist an der Stelle. So, aber trotzdem könnt ihr mal Hashtag Ehre machen. Und ihr könnt ja mal sagen, was Verbesserungsvorschläge sind. Ich laber jetzt zwar gerade einiges und so. Aber ja, das könnt ihr ja auch so sagen, was ihr dazu sagt. Ob mehr Gelaber, weniger Gelaber, was auch immer sein soll, was ihr davon sagt. Und ja. Moin Meister an der Stelle. Moin Meister. Ja, Tarzan Kamella. Wie geht's denn so? Für mich dieses Labor zerstören. Zerstör es! Bändig den Hulk! Gut. Dankeschön, dass du Typ natürlich kommen musst. Natürlich, Kamella, du hast dir Sorgen gemacht. Ich natürlich so. Werde ich schon machen. So, ich werde das Labor extra für dich zerstören, natürlich. Das macht man doch also als Hulk. Hulk zerstört Dinger und macht es für andere. So. Beste Leben.
So, ich will mal so mal weg. Ja, das merke ich. Nur, warum kann ich meine Heilfähigkeit nicht einsetzen? Hm, dankeschön. Zutiefst dankbar. So, komm schon. Ich Typen habe doch gleich einfach sowas von weg, ey. Obwohl, eigentlich könnte ich dich auch so gut wegbesiegen. Ja, stimmt ja. Ist ja eigentlich easy. So. Komm, ein Hit. Dankeschön. Hm, best Leben. Und jetzt kommen noch die kleinen Viecher. Dankeschön. Nein, und natürlich ist da der zweite Tod. Ach, come on. Really? Really? Ja. Komm dann. Wenigstens haben wir den ersten schon. Wenigstens haben wir die erste Phase schon überlebt. Die brauchen wir halt nicht nochmal machen. Und starten mit Full Life. Das ist doch schon mal gut. Da brauchen wir uns weniger Sorgen um andere Sachen machen. Wir können uns mehr Sorgen um die hier machen, weil ich habe meine Fähigkeit nicht. Was ätzend ist. Was halt komplett nicht in die Karten spielt. So. Diesmal gehen wir ein bisschen schlauer. Wir machen mal diese. Machen öfters jetzt mal diese Stampfattacken von oben. Und mehr aber auch nicht. Ja. Gut. Alle Dinger schon von Hulk fertig. Dankeschön. Hulk dankt. Mit Stufe 3 und allen Sachen fertig. Ich mach da mal die Aim-Anlagen weiter kaputt. Nummer 1. Zumindest habe ich das Gefühl, dass es Nummer 1 ist. Ja. Und dann hier Nummer 2. Ja, danke schön. Und jetzt gehen wir weiter auf hier. Moin Meister an der Stelle. Du nur am Rumnerven. Versteht sich von selbst. Ah, nein. So, jetzt geht's auf die Mütze. Ja, kopflos, Hulk, let's go. Gib ihm Dasher des Todes. So, er kann da sowieso nichts machen. Er liegt da regungslos auf dem Boden, kriegt die Schläge rein. Cody, was willst du noch machen? Ganz im Ernst. Super, dass das einfach gerade so. Ja. Best life. Hulk, run. Run, boy, run. Let's go. Ja. Hulk muss groß an der Stelle. Habe ich gehört. Ja. Let's go. Hulk-Geschichte abgeschlossen. Und so. Läuft. Moin, Kamala. Suchst du Hulk? Der ist nicht hier. Das Archiv. Ja, nice. Hulk, ich habe Mr. Starks Archiv gefunden. Ich versuche es zu öffnen, okay? Ich brauche Strom für die Türen. Das da drüben sieht aus wie ein Generator. Okay, sie braucht Strom für die Türen. Aber das, würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like und Abo da lassen. Die Parts werden jetzt kürzer sein. Dass halt mehr Parts denn je rauskommen können. Ja, und wenn es euch gefallen hat, Like und Abo, habe ich eben gerade schon gesagt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute, und ciao.